Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Star Wars Knights of the Old Republic. Hey, der Roboter, der durchgeht, das ist der coolste Mensch der Welt. Warum kann der nicht in unsere Party gehen? Egal, Leute. Beim letzten Mal haben wir zumindest hier Salva gefunden, also Big Z, den Freund von der Mission. Wir sind hier in die Kanalisation dazu gegangen und legen uns hier mit ganz schön vielen kameranischen Schweinesoldaten an. Ja, wir haben Big Z gefunden und reden jetzt noch ein bisschen mit ihm. Eine Lebensschuld? Bist du sicher, Big Z? Überleg dir das lieber nochmal. Du musst dir ganz sicher sein. Big Z schwört dir eine Lebensschuld. Wow, das ist gewaltig. Weißt du, was das heißt? Die Lebensschuld ist der feierlichste Schwur, den ein Wookie ablegen kann. Er wird dir für den Rest deines Lebens folgen. Egal, wohin du gehst, egal, was du tust. Tja, damit hast du mich natürlich auch am Hals. Ich lasse Big Z nicht allein. Ich habe ihn schon einmal fast verloren. Das passiert mir nicht nochmal. Also, soll ich dir jetzt den geheimen Weg in die Basis der Vulka zeigen? Versprochen ist versprochen. Ich kenne eine Hintertür in das Lager dieser Bastarde. Ich komme besser mit. Die Vulka haben die Kanalisation mit einem Energieschild gesichert. Ich bin eine der wenigen Tarisianer, die wissen, wie man trotzdem reinkommt. Ich weiß nicht mehr genau, wie man hinkommt, aber es ist hier irgendwo in der Kanalisation. Im Nordosten, glaube ich. Hoffentlich ist der Rancor nicht mehr hier. Früher hat in diesem Teil der Kanalisation ein Rancor gelebt. Das Biest frisst alles, was ihm in die Klauen kommt. Und es ist riesig. Zum Glück sind Rancors dumm wie Bantamist. Ich habe mich immer an ihm vorbeigeschlichen. Uns fällt schon was ein. Es sei denn, du hast es dir anders überlegt. Alles klar, dann mal los. Wie gesagt, irgendwo im Südosten. Such einfach nach einem Energieschild. Wenn du ihn siehst, sind wir da. Also wir können nur zwei Leute immer mitnehmen, das ist aber fies. Ja, wen nehmen wir denn mit? Kart ist Level 5 und der, ach, er ist auch ein Speer, der kleine Wookie hier. Ja, Mission brauchen wir, weil sie hier als Gauner ist, das ist klar, und dann müssen wir uns zwischen denen bestellen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen Kart, weil Kart ja auch ein Soldat ist. Aber warte mal, kann ich hier seine Statusattribute irgendwie sehen? Nicht, oder? Schade. Ja, dann nehmen wir jetzt erstmal Kart. Ja, eigentlich mache ich Kart auch nicht. So, okay. Also, unser cooler Roboter, der hat hier gleich den nächsten Raum hier gecleared von Gegnern. Sind schon wieder alle tot. Bist echt der Beste, Robby. Kann nichts gegen dich sagen. Können wir den auch unser Team mitnehmen? Finde ich richtig gut. Nicht geklappt. Bereit. Okay. Dafür haben wir doch Mission. Dafür haben wir doch definitiv Mission. Hey, wusste ich doch. Habe ich jetzt da... Ja, okay, ich habe alles mitgenommen. Gut. Apropos, wenn wir schon mal hier sind... Levelaufstieg. Fähigkeiten. Tarnung, Bewusstsein, Reparieren, Sicherheit. Yep. Da tun wir was draufhauen. Da haben wir noch 5 Punkte. Boah. Heilen tun wir nochmal einen drauf. Tarnung. Bewusstsein. Und das. Und dann Sprengstoff.
Okay. Talente. Schleichangriff Level 3. Rüstungsschwer. Erhöhte Vorsicht, würde ich sagen. Yep. Gut, annehmen. Zack. Und dann bei Kart hat man auch noch einen Levelaufstieg, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr schön. Jetzt ist er schon Level 6, unser kleiner Freund hier. Heilen. Und mehr Punkte haben wir eh nicht. Aber heilen ist auch das Wichtigste. So, und hier. Ach, Rüstung hat er schon alles. Super. Hier, dass er zwei Waffen hat, hat er auch schon. Der hat er eh alles schon. Was wird mir hier empfohlen? Scharfschütze. Ja, weil er hier die ganze Zeit eh mit seinen Waffen klimpimpert, würde ich sagen, ist das auch eine gute Idee. So. Okay. Dann. Bin dran. Es ist offen. Bin ich gut oder bin. Ey, warum explodiert diese Scheißmine nicht? Das ist doch unfair. Leute, das ist doch unfair, Mann. Klar, Minen sind nur gegen Menschen. Das wusste ich schon immer, Mann. So, jetzt sinkt mein Lebensbalken. Es wäre noch interessant zu wissen, wie weit. Aber im besten Fall, bitte lass das die Leiche sein. Bitte, bitte, bitte. Wegen einem Medkit und so ein paar Dreckscredits. Ah, Leute, das ist echt fies. Eigentlich müssen wir nochmal in die Basis zurück und uns kurz heilen lassen. Schau dich mal das Tor an. Es wackelt hier. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben hier auch noch ein Tor. Da würde ich sagen, gehen wir erstmal hin. Vielleicht hilft uns da auch unser kleiner Roboter. Wenn hier noch Gegner sind. So, kein Gegner. Ah, ein Gegner. Wartet mal. Weglaufen. Ach, du Drecksroboter, Mann. Du Drecksroboter, jetzt komm schon. Wo ist denn dieser scheiß Roboter, Mann? Das ist ja nicht mehr lustig. Hör's eigentlich nicht aktiv. Ey, es ist so unfair, Mann. Es ist so unfair, Mann. Ja, dann haben wir wieder keine Wahl. Oder warte mal, wir schmeißen erstmal eine Splittergranate. Na, jetzt. Ich vergesse immer, dass man hier immer Befehle geben muss. Also, dass man halt immer einen Befehl geben muss und wenn man den nicht mehr will, dass man ihn immer abbrechen muss. Ah, Leute, ich verstehe nicht, wo unser. Ja, jetzt kommt hier unsere rostige Drohne, ja, super. Du bist auch zur nächsten gebrochen, du blöder Gammelroboter. So. Wir müssen also unbedingt hier in der Kanalisation. Ja, okay, das sind zwei Rockles, die kriegen wir auch so hin. Wehe, du vergiftest mich. Wehe. So. Heimer sie kurz mal. Ich bin jetzt sofort, um nochmal hier in die Basis zurückzulaufen. So, und Maxi Shepard. Lass mal erstmal. So, irgendwo muss hier noch eine Rebellenleiche rumliegen. Die suche ich jetzt gerade. Zack. Zack, und hier Scharfschütze. Super. Sollte nicht allzu lange dauern. Ja, so macht man es, Leute. Gott. Überreste, was hast du Schönes dabei? Splittergranaten, die nehme ich immer gerne mit. Weil Splittergranaten awesome sind. Egal auf was wir uns irgendwann mal skillen, also ich weiß nicht. Vielleicht werden wir doch nochmal andere Klassen haben oder so. Ich weiß es ja nicht. Ganz sicher ist aber, dass wir Splittergranaten weiter, also Explosionen weiter skillen werden, weil Explosionen sind so awesome, Mann. Oh, das sind ein paar viele. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Obwohl, ja, die halten nicht viel aus. Die sind richtig schwach. Ah, das ist auch super gut. Befehl abbrechen. Bleib stehen, du Depp! Ah, du bist mir einer hier, Maxi. Bin nicht so zufrieden mit dir. So. Wir hätten nicht Speer und Fernkämpfer machen sollen. Das ist keine gute Idee. Wir hätten uns echt von Anfang an als Soldaten hier ausgeben sollen. So. Weg. Weg. Solange es ja leichte Spitamin sind, solange ist das ja kein Problem hier. So, was ist hier? Eine Kanalisationstür. Wo kommt man da wieder hin? Ah, cool. Jetzt sind wir hier. Ah, okay, gut. Energiefeldsteuerung. Vergiss es. Ohne die richtigen Codes kannst du die Energiefelder nicht abschalten. Aber heute ist dein Glückstag. Ich kenne die Codes. Ich habe sie einem schwarzen Vulka geklaut, der in der Kantine zu tief ins Glas geschaut hat. Lass mich mal an den Computer. Ich schalte die Energiefelder ab.
Bereit? Ja. Okay. Ja? Das war leicht. Aber ich schätze mal, ja, da geht's zur oberen Kanalisation. Bevor wir da hingehen, schauen wir uns noch ein bisschen hier in der unteren Kanalisation um. Wir haben hier noch einiges, was wir uns anschauen können. So, Levelaufstieg, Fähigkeiten haben wir nur. Sprengstoff müssen wir ganz sicher noch upgraden und heilen. So. Bewusstsein haben wir auch noch nichts. Ja, okay. Gut. Passt erstmal. Reicht. So, ansonsten haben wir auch noch keine neuen coolen Waffen freigeschaltet oder sowas. Nee. Sith-Energieschild haben wir. Das nehmen wir mal. So, und ansonsten hier haben wir den Vulkastab. Diesen Vulkastab. Bowcaster haben wir. Da müssen wir gleich mal schauen. So, ob das vielleicht eine bessere Waffe ist. Der Bowcaster. Das hat 1 bis 8 und das hat hier 1 bis 10. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir hier den Bowcaster für sie. Geben mir auch noch ein Energieschild. Ansonsten. Zack. Und Card für dich, glaube ich, haben wir nichts mehr. Pech gehabt. Warst du langsam. So, da haben wir nichts, da haben wir nichts, da haben wir nichts. So, ah, wir haben. Ach doch, wir haben einen schweren Kampfanzug, aber den gebe ich doch viel lieber Maxi. Hier ist unser Frontkämpfer hier. So. Okay. Dann passt das alles. Der Bowcaster sieht eh viel cooler aus. Das ist diese Wookie-Armbrust immer. Die sieht richtig awesome aus. So, jetzt mal hier. Gibt es nochmal zwei Türen, Leute? Diese ganze Saison ist echt richtig verwinkelt. Ja. Es sind. Na, es sind drei. Warte, scheiße. Es sind drei, gell? So, warte, Maxi. Maxi, Angriff abbrechen. Und schmeißt eine Splittergranate. Und dann. Nimm das! So. Der war super! So macht man es hier als der beste Samurai, den es gibt, Leute. Wer braucht Jedis, Leute? Wir sind einfach. Wir sind Samurais, wir sind viel cooler. So. Zack, sonst scheint hier erstmal nichts zu sein. Gott! Ich suche eine Leiche. Von den 5 Millionen, die wir hier schon gefunden haben. Die Leiter, wofür die uns schön. Oh. Nein! Ja, super. Direkt zu den Rackles. Direkt zu den Rackles. Richtig geil. Richtig super. Komm, geh mal down hier. Okay, jetzt würde ich noch ganz gerne wissen, wo ich bin. Also interessant, wir haben jetzt noch einen Ausgang gefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir auch durch den gleich wieder rein. Aber davor gehen wir jetzt nochmal hier zurück in die... Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Oh, ihr wollt noch ein bisschen weiter streiten? So sehe ich das. An Malaks Stelle wäre ich ziemlich nervös, wenn ich euch an den Hacken hätte. Ich vertraue nun mal nicht so leicht. Und das aus guten Gründen. Aber die sind meine Sache. Ach, verdammt nochmal, ihr lasst mir ja doch keine Ruhe, nehme ich an. Ihr wollt wissen, warum ich niemandem traue? Hört gut zu, es geht los. Vor 5 Jahren hatten die Jedi den Krieg gegen die Mandalorianer gerade beendet. Revan und Malak waren die Helden. Ich war verdammt stolz, in ihrer Flotte gedient zu haben. Völlig unerwartet wechselten die beiden die Seiten und starteten eine Invasion, als wir noch geschwächt waren. Alle waren fassungslos, ich ganz besonders. Unsere Helden hatten sich in brutale, erobernde Sith verwandelt. Und wir standen ihnen hilflos gegenüber. Denkt mal darüber nach. Wenn man nicht mal den besten Jedi vertrauen kann, wem denn dann? Ich meine, natürlich haben sich diese Jedi der dunklen Seite angeschlossen. Doch es gab noch andere. Keine Jedi. Gute, vertrauenswürdige Leute. Malak, Revan und alle Sith haben für das, was sie getan haben, den Untergang verdient. Aber die anderen, die sich ihnen anschlossen und die Republik verrieten, sind in meinen Augen schlimmer. Die dunkle Seite ist nicht der Grund, warum diese Leute zu den Sith übergelaufen sind. Sie verdienen keine Gnade. Ich weiß, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich bin zu sehr darauf fixiert, bei anderen immer nur vom Schlimmsten auszugehen. Das habt ihr nicht verdient. Es ist nur... Ach, vergesst es.
Wir sollten uns wieder mit den vor uns liegenden Aufgaben beschäftigen. Ich möchte lieber nicht darüber reden. Okay, gut gelaunt wie eh und je, Kat. Freut mich immer, dass du hier so eine... Dass du uns so sehr vertraust, Leute. Wir haben in dem jetzt hier schon 200 Mal den allerwertesten gerettet, Mann. Und wir sind doch nicht hier im Malak und Reeben. Obwohl, wir können uns auch der dunklen Seite anschließen. Können wir das? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, also... In den Star Wars-Spielen, wo ich gespielt habe, mal abgesehen von den Lego-Dingern, da vielleicht nicht, aber ansonsten könnte man ja mal auswählen. Also hier zum Beispiel in Force Unleashed könnte man auch gut oder böse sein. Böse war immer lustig, wenn man dann aber alle Helden aus allen Star Wars-Filmen getötet hat. Ganz schön schlimm eigentlich. So, wo ist denn meine beste Freundin? Hallo? Gucci, Gucci, Gucci. Ah, wir haben noch ein Tagebuch. Ach, stimmt ja weg. Er nimmt ja nur alle 3 Tagebücher. So. Ja, ja. Ich weiß, ich bin der beste Mensch der Welt. Sagen alle Leute immer zu mir. So, wir können mal ganz kurz mit Ruckle versuchen zu reden. Aber ich schätze mal, der wird es eh nichts bringen. Ich habe noch nicht alle Tage, wo ich... Ja, Oberwäldler, ich behalte... Aber ja, der dachte ich mir, dass er das sagt. Weil der sagt natürlich dann, hey, ich brauche alle 3 Tagebücher, ansonsten geht nichts. Wir schauen mal, ob wir ihm hier diese tollen Tagebücher geben können. Und danach schauen wir mal weiter. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück in die Kanalisation. An dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir auch den Part mal. Ich habe doch nicht mit dir geredet. Das ist der Bahntorwächter. Tarak, glaube ich, hieß er. Wir werden jetzt erstmal hier hingehen, wo wir gerade hergekommen sind. Weil ich wüsste, wo das war. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück in die Kanalisation. Dort schauen wir uns dann noch ein bisschen weiter um und hoffen, dass wir dort irgendwas Tolles finden. Diese Tagebücher und natürlich dann den geheimen Eingang zum Lager von... Oh, das sind echt viele von diesen Drecksjägern nachgespawnt. Das ist richtig unfair. Natürlich dann der geheime Eingang zum Vulkanlager, wo wir uns dann den Motor hier für die geheimen Beck stehlen können und hoffentlich mit deren Hilfe dann, ja, wieder an Bastille rankommen können. Schauen wir mal, was uns davon gelingt und was davon nicht. Jetzt machen wir aber erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Star Wars Knights of the Old Republic. Haut rein, ciao.